Ich weiß nicht wirklich, wie man die liest, aber mir gefällt nicht, wie die Turmkarte aussieht. Wow, Jasmine hat ihren ganzen Kalender für Gwens Disziplinarverfahren geleert? Wahnsinn. Hoffentlich stimmt die PIN. Aha, geschafft. Sorry, Vin. Ich weiß, das ist ein übler Missbrauch meiner Kräfte. Aber ich muss wissen, ob du was damit zu tun hattest. Essen. Essen. Selfie. Selfie. Selfie ohne Hemd. Sophie. 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 Viele Bilder von Sophie. Ich dachte nicht, dass sie sich nahe standen. Oh mein Gott. Wow. So nah standet ihr euch. Wer warst du überhaupt, Sophie? Ich dachte echt, ich könnte helfen. Ein bisschen rumschnüffeln, rausfinden, wer es auf Sophie abgesehen hat und schwuppdiwupp Fall gelöst, oder? Wofür sonst sind meine Kräfte zurückgekehrt? Wie dumm. Jetzt habe ich noch mehr Fragen als am Anfang. Lucas und seine einstweilige Verfügung. Vin und Sophies Affäre. Gwen ruiniert Sophies Buchveröffentlichung. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Und das Schlimmste ist, ich kann nicht mal mit dir darüber reden. Ich werde dich nicht retten können. Wie damals. Was immer ich tue, es wird schlimmer werden, als ich es mir vorstellen kann. Verdammt, lass mich in Ruhe. Ich kann nicht atmen. Lasst ihm etwas Platz. Bleibt zurück. Er hat eine Panikattacke oder so. Scheiße, ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich da oben gesehen habe. Okay, eine Autoritätsperson ist hier. Oder so. Kein Grund zur Sorge. Machen wir ihm etwas Platz. Könntest du ihm etwas Wasser besorgen? Alles okay, Reggie? Alles okay? Fuck. Nach dem, was ich da oben gesehen habe. Reggie, wo oben? Der verfickte Aussichtspunkt. Ja, ich weiß, ich hatte da nichts zu suchen. Ich bin ein verdammter Idiot. Reggie, was zur Hölle? Das ist ein verdammter Tatort. Ich weiß, okay? Ich weiß. Aber du hast im Seminar gesagt, wir sollen etwas fotografieren, das uns Angst macht. Und da... Gott, fuck. Das ist rührend. Wenn auch etwas fehlgeleitet. Gut. Erzählst du mir, was du gesehen hast? Ich glaub mich selbst. Ein anderes Ich. Er lief rum, versuchte, die Rätselbox zu öffnen, die ich dir gegeben habe. Weißt du noch? Und was wollte dieses andere Du? Ich hab doch nicht mit ihm geredet. Ich bin weggelaufen, Max. Hast du noch jemandem gesagt, was du gesehen hast? Hast du... Loretta,
Danke. Bringst du Reggie bitte zur Krankenstation? Ja, Miss Caulfield. Wir sehen uns dann später. Kümmer dich einfach um ihn, okay? Danke, Max. Zeit, wieder da hochzugehen. Ich kann das. Er wird mich nicht einfach vorbeilassen, oder? Ich gehe besser zum Aussichtspunkt. Hoffentlich gibt es unterwegs eine Stelle, um die Seite zu wechseln. Es sieht so aus wie Safis Lieblingsbonbons. Aber ihre heißen Sour Cats, nicht Heartstoppers. Das widerspricht allem, was mich Horrorfilme gelehrt haben, aber ich sollte nach weirdem Scheiß suchen. Oh, gleich wieder da. Ich habe gute Neuigkeiten. Ist was Großes, aber ich kann euch noch nicht sagen. Warum bin ich nicht zu Hause in eine Decke eingewickelt wie ein Burrito? Max, du hast 24 Stunden, bevor die Welt untergeht. Was tust du? Von hier sollte ich es zum Aussichtspunkt schaffen. Je größer das Kunstprojekt, desto mehr blockiert es den Weg, wenn es umfällt. Das ist meine Handschrift. Moment. Bin ich der Phantomfotograf? Ist das aus einer anderen Zeitlinie? Oh, Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! War das ein Student? Hey, Gwen. Nein, danke. Dann mehr für mich. Das ist ein guter Zeitpunkt, Safis Buch anzusprechen. Vor meinem Outing hatte ich diesen Chef. Ein Freigeist, der sein Weltbild komplett von kreischenden YouTubern übernommen hat. Ugh. Und ein tobender Transphob. Die manipulieren unsere Kinder, bla bla bla. Natürlich hatte ich Angst, etwas zu sagen. Irgendwas, das er es dann weiß. Aber sobald ich allein war, fand ich die richtigen Worte, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ihn so zu erniedrigen, wie er es mit mir tat. Gwen, worüber reden wir hier wirklich? Ich rede drumherum, Max. Eine schlechte Angewohnheit. Lass mir ein paar Laster. Schlussendlich ist mir doch immer eingefallen, was ich hätte sagen sollen. Aber was sagt man zu so etwas? Gwen, was ist das? Ein Videobeweis. Angeblich. Von Jasmin selbst. Verkauf kontrollierter Substanzen auf dem Campus. Moment.
Jasmin glaubt doch nie im Leben, dass du Drogen vertickst. Wieso nicht? Das da ist ein Überwachungsvideo von jemandem, der aussieht wie ich und an Studenten verkauft. Jemand, der aussieht wie du? So ein Schwachsinn. Wer dich? Wie denn, hm? Das war nicht ich, sondern mein böser Zwilling. Nein. Nein. Scheiß drauf. Die haben sich schon entschieden. Das meinst du nicht so. Danke, dass du mir glaubst, Max, aber ich hab's satt zu kämpfen und zu beweisen, dass ich hierher gehöre. Lucas schreit seinen Sohn an. Reggie sieht sich selbst in der anderen Zeitlinie. Ist Gwen ein weiteres Opfer der Doppelgängeritis? Oder versucht sie bloß, sich rauszureden? Wenn ich mir die Aufnahmen ansehe, finde ich es vielleicht heraus. Gwen? Was? Was machst du da? Ich sag Lebewohl. Und fick dich! Zu Caledon, zu Jasmin und dazu mich machtlos zu fühlen. Man muss Katharsis ergreifen, wo man sie findet. Zu. Wenn ich einen Blick auf die Aufnahmen werfen könnte, kann ich vielleicht helfen. Ich habe nicht um deine Hilfe gebeten. Ich habe nicht mal um Gesellschaft gebeten. Ich wollte mich nur bekiffen und das Ding brennen sehen. Egal. Tu, was du willst. Es ist zu kalt für diesen Scheiß. Gwen, warte. Ich muss dich was fragen. Stimmt es, dass Safis Buchdeal gecancelt wurde? Verdammt, Max! Hast du mal versucht, nicht so schrecklich neugierig zu sein? Würdest du es nicht wissen wollen? Wenn du mich fragst, manche Dinge bleiben besser geheim. Ich muss herausfinden, was Reggie gesehen hat. Oder glaubt gesehen zu haben. Lag da vorher was? Ich kann mich nicht erinnern. Oh, Miss Caulfield, Sie gehen auch spazieren? Loretta, gibt's keinen anderen Ort, an dem du gerade sein kannst? Bestimmt, aber hier ist es doch gerade so unglaublich spannend. Wie bist du an den Polizisten vorbeigekommen? So wie sie? Scheiße, was ist das denn? Du kannst die sehen? Ja. Hat Reggie die etwa auch gesehen? Das solltest du ihn lieber selbst fragen. Ich wollte nicht... Ich will nur, dass es ihm gut geht. Ehrlich.
Das wird es. Glaube ich. Ich wollte eh hier hochkommen, nach dem Selbstmordtipp. Aber Reggie so zu sehen, ich weiß auch nicht. Das war hart. Warte, Selbstmordtipp? Habe ich von einem Cop gehört. Wenn du einen erfolgreichen Podcast hast, weißt du, wie man Leute zum Reden bringt. Wo wir gerade dabei sind. Ich habe eine Spur. Wollen Sie es wissen? Wenn du was weißt, dann sag's mir. Das wollte ich hören. Maya Okada, eine Erstsemestlerin in Safis Jahrgang. Sie waren Freunde. Doch dann starb Maya vor ein paar Jahren. Selbstmord. Angeblich. Du glaubst, das ist ein Muster? Vielleicht, ja. Zwei vielversprechende Schriftstellerinnen, beide tot, beide durch Selbstmord. Aber Safi hat sich nicht umgebracht. Wie gesagt, ein Muster. Vielleicht. Eins musst du mir aber erklären. Warum ist dir das überhaupt so wichtig? Safi war meine Freundin. Weil ich es hasse, wenn etwas keinen Sinn ergibt. Ich muss jetzt los. Geschrieben, aber meinen Anruf nicht angenommen. Ist cool, Max. Alles ist cool. Nichts ist cool, oder? Nein, gar nichts. Was ist passiert? Willst du die Kurzversion? So wie es aussieht, bin ich der Hauptverdächtige. Was? Wie? Abgesehen von den üblichen Vorurteilen, meinst du? Nun, ich habe... Ich habe was getan. Ich habe Safis Kamera genommen. Ich weiß. Das... Moses! Das ist dein Beweismittel. Max! Ich weiß. Ich hab nicht nachgedacht. Ich... Als wir sie gefunden haben, sah ich die Kamera und dachte, das letzte Foto, das sie gemacht hat, ist das Selfie von uns dreien. Und Safi hätte nie gewollt, dass die Kamera, dieses Foto, in den Scheißhänden der Polizei landet. Also brachte ich sie in mein Büro. Und dann wurde mir klar, was ich hier gerade tue. Das ist ein Beweismittel. Dann habe ich sie versteckt. In meinem Büro. Moses! Ich hab's verbockt. Max. Was soll ich jetzt nur tun? Okay. Der Hausmeister ist auf dem Weg.
um Ihr Büro zu öffnen, Mr. Murphy. Dann werde ich mich darin umsehen. Shit, ich muss Safis Kamera da rausholen. Irgendwie. Es sei denn, Sie haben eine Schlüsselkarte. Miss Caulfield? Sie sind doch Polizist. Benötigen Sie nicht einen Durchsuchungsbefehl? Max, beruhige dich. Vince Alderman, Detective der Staatspolizei Vermont. Ich bin der neue Hauptermittler im Fall Ihrer Freundin. In diesem Fall hat Dr. Fayard uns erlaubt, jeden Winkel Caledons gründlich zu durchsuchen. Sie brauchen trotzdem einen Durchsuchungsbefehl. Einige Dinge sind nicht Eigentum der Universität. Lass gut sein, Max. Miss Caulfield, bitte verlassen Sie während der Ermittlung diesen Bereich. Kommst du alleine klar? Mr. Murphy schafft das schon. Ich komme zurück. Versprochen. Okay, das ist meine Chance, in Moses Büro zu kommen. Gibt es hier eine Möglichkeit, auf die andere Seite zu wechseln? Wow, die sehen schwer aus und sind vollkommen blickdicht. Vielleicht finde ich auf dieser Seite einen Weg, um in Moses Büro zu kommen. Hey, vielleicht kann dieser Moses helfen, die Kamera zu finden. Oh, hey Max. Mann, das nervt. Wie hältst du das aus? Du wirst überrascht, wie schnell man sich daran gewöhnt. Ich glaube, das nennt man Stockholm-Syndrom. Aha. Also, was geht? Naja, ich muss dir eine etwas komische Frage stellen. Gefällt mir. Sag. Ist ein bisschen weird, aber wenn du etwas Persönliches im Labor verstecken wolltest, wo wäre das? Wenn's hier um mein Traumtagebuch geht, vertrau mir, das findest du nie. Ich würd's nie mit zur Uni bringen. Okay, vielleicht nicht so persönlich, aber erinnere mich später nochmal. Nie im Leben. Was ist dein wertvollstes Eigentum? Hier drin, meine ich. Hier drin? Vermutlich diese Tasse. Die hat meine Schwester für mich selbst gemacht. Oh, wie süß. Erinnere mich dran, dir nie eine Tasse zu schenken. Okay. Nenn mir einen Gegenstand hier drin, den Dr. Fayard nicht sehen sollte. Etwas, das ich weggesperrt habe? Ja, ganz genau. Das wäre dann wohl mein Wasserkocher. Die Hausverwaltung weiß nicht mal, dass ich so eine Feuergefahr besitze. Wer hätte das nur gedacht? Moses Murphy, Regelbrecher. Umgeher, Max, Umgeher. Was hat das mit all diesen Fragen auf sich? Oh. Moses. Soll ich was festhalten oder was anderes? Ich brauche einen Imbusschlüssel. Na klar. Hast du hier denn einen? Nein, beim letzten Mal habe ich mir Carlas geliehen. Wenn du ihn holen könntest, schulde ich dir was. Okay. Ich habe keine Zeit, nach Carla zu suchen. Ich brauche schnell einen Imbusschlüssel für morgen. Ich fass nicht, wie beschäftigt alle in dieser Zeitlinie sind. Hab ich vergessen, wie normal aussieht? Ich wette, Moses Kinderzimmer war voll von sowas.
wie vor nervig. Hier war seit Tagen niemand. Das ist neu. Okay. Ich brauche diesen Inbusschlüssel. Und zwar schnell. Oh, Maggie ist super süß. Sie sind alle super süß. Moses meinte, zum ersten Mal alleine zu leben sei schwerer als Astrophysik. Was? Bitch, hast du gerade? Entspann dich. Das war ein Foto von den Tassen, aus denen ihr trinkt. Gut. Ich würde lieber all meine Studenten mit bloßen Händen umbringen, als noch eine Klausur zu benoten. Oh nein, war die ganze Nacht wach? Ja, und ich werde noch bis Sonnenuntergang an diesen Astronomie-Klausuren sitzen. Was ich für eine Nachtschicht für Benotungen geben würde, anstatt all dem Mist hier.